Letztes Mal in Pokémon Legenden Arceus. Das ist also ein Arceus-Fond, sagst du? Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Ja, Google Maps nennt sich, das ist eine tolle Erfindung. Und nun zurück zur Expedition. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Pokémon Legenden Arceus. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar kleine Tutorials durchlaufen. Wir sind angekommen in einer längst vergangenen Zeit. Wir sind vom Himmel gefallen und haben die Leute hier ein bisschen verwirrt. Und die Leute sind uns gegenüber ein bisschen unfreundlich bisher. Ich hoffe, das gibt sich noch, weil eigentlich haben wir denen ja gar nichts getan. Ich meine, mit unserem Strandoutfit hier fallen wir ein bisschen auf. Das muss man auch mal eingestehen. Das ist so. Wir sollten uns vielleicht auf längere Sicht mal anpassen. Aber wir sind einigen Charakteren begegnet. Unserem männlichen Gegenstück. Dem Professor dieser Pokémon-Welt. Und einer Forschungsleiterin, Expeditionsleiterin, Teamleiterin, wie auch immer. Die auch recht unfreundlich war und die uns aufgefordert hat, wenn wir denn hier mit dem Professor zusammenarbeiten wollen am Pokédex, dass wir doch eine Prüfung ablegen sollen. Ansonsten kommen wir hier nicht rein und wir durften dann hier übernachten und werden jetzt mal gucken, ob wir diese Prüfung ablegen können. Ja, ist dir sicher alles fremd, hä? Aber konntest du trotzdem gut schlafen? Na dann, auf zum Hauptsitz, hä? Du solltest Kommandantin Celestis nicht warten lassen. Ja, ja. Die dreht sonst noch völlig durch, ja. Die geht wieder Frust fressen. Nun gut, dann lasst uns doch da direkt hingehen. Warum denn nicht? Schauen wir mal rein in den Hauptsitz. Das ist der Galaktik-Hauptsitz. Ziemlich imposant, oder? Halte durch, was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe meinen Partner Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Es kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Also wenn du die Prüfung nicht bestehst, könnte dir außerhalb des Dorfes der Tod drohen. Wobei, so ohne Partner-Pokémon wäre ich nicht mal sicher, ob du die Prüfung selbst überlebst. Ja, dann, ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass ich es mir schon gefangen hätte letztes Mal, aber scheinbar nicht. Kommandantin Celestis, Dani ist hier. Verstanden. Tretet ein. Ja, da ist er. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bitiza, ein Staralili und ein Shinox fangen. Hä? Drei Pokémon auf einmal? Das ist doch bisher noch niemandem gelungen. Hat sie nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Levin erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für sie sein. Sollten wir hinkriegen, denke ich, oder? Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Du alte Zundere! Hier, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Interessanter Kameraschwenk. Die Tasche passt überhaupt nicht zu deiner eigenartigen Kleidung. Nun mach dich auf den Weg. Lumias, hilf ihr, falls es Probleme geben sollte. Hauptmission, die Aufnahmeprüfung. Dann können wir mit Plus den Wegweiser aktivieren. Und jetzt ist er aktiv.
Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke den Y-Knopf, um die von dir akzeptierten Missionen anzusehen. Okay, Hauptmissionen musst du abschließen, um in der Geschichte des Spiels voranzukommen. Nebenmissionen hingegen sind optionale Aufträge von Leuten, denen du unterwegs begegnest. Aha. Hier entlang, Dani. Jetzt bin ich an der Reihe. Aha. Kriegen wir jetzt unseren Starter. Hallo, ihr beiden. Auch guten Morgen erstmal. Herr Professor Levin, was ist denn los? Dani muss die Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex. Und naja, damit sie hier überlebt, deswegen will ich ihr als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Jep, jetzt kriegen wir offenbar unseren Starter. Nun denn, Dani, ersuche dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Und diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel. Aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Meine Wahl fällt auf Otaru. Möchtest du Otaru zu deinem ersten Partner machen? Jap, möchte ich. Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Ha, irgendwie kurios, nicht wahr? Hier hast du den Pokéball, in dem sich Otaru befindet. Okay. Das Design von dem antiken Pokéball finde ich ganz, ganz cool gemacht. Achte immer darauf, welche Pokéballer leer sind und in welchen sich ein Pokémon befindet. Die anderen beiden Pokémon scheinen nur Taro anzufeuern. Entschuldigung? Ich muss besser auf die Namen achten. Oder wollen sie dich vielleicht auch begleiten? Nun, da könnte etwas dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als Dani vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorge, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see. Und dann meine ich nicht Integrated Circuit. Ah, verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Und dann nimm bitte diese Pokebälle mit. Das haben wir schon 50 gegeben. Nochmal 20? Okay. Also ganz so schlecht habe ich mich dann jetzt doch nicht angestellt, oder? Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es wird Zeit. Zum Obsidian-Grasland geht's durch das Tor links vom Hauptsitz. Okay. Dann sollten wir uns das auf jeden Fall mal ansehen. Autosave hat man da auf jeden Fall gerade noch. Okay, nach da müssen wir also, ha? Achso, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte sprinten. Man ist es so gewohnt, dass das auf einem der Trigger- oder Schultertasten ist. Das war jetzt irgendwie intuitiv, naja. Ah, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ach, Alter, jetzt fang du nicht auch noch an, mit mir zu flirten, Junge. Ich bin Wolo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Es wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Ah, und du hast auch ein Pokémon bei dir, ja? Das ist ja wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnlichen Dingen auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen, ne? Ja, gerne. Lass es doch mal ausprobieren. Du hast doch ein Pokémon bei dir, oder? Komm schon, diese Gelegenheit müssen wir nutzen. Na, aber gerne. Ach, Entschuldigung, Leute, falsche Taste. Ja, du gefällst mir immer besser. Jemanden mit dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist Sorgen gekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Na, dann ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich drauf einzustimmen. Denk dran, wenn die KP dann das Pokémon auf Null fallen, hast du verloren. Also dann, los geht's. Joa, dann geht's mal los, hä? Volo von der Ginkgo-Gilde fordert uns heraus. Und er schickt ein Togepi in den Kampf, okay? Weil wenn mir das jetzt mit einem Metronom kommt und dabei irgendeine mächtige Attacke raushaut... Uiuiui, was ist denn jetzt? Oh, warte mal, ich kann mich bewegen? Geil! Das ist keine neue Arena. Ich verstehe. Okay. Icy. So. Items und Pokémon liegen auf dem Steuerkreuz, die Flucht auf B und der Kampf auf A. Ja, dann lass doch mal kämpfen. Tackle! Okay, offenbar wurde an den Kampfanimationen gearbeitet. Oder bilde ich mir... Nee, das bilde ich mir nicht ein. Die direkte Berührung ist neu. Okay. Schick. Gefällt mir gut. Na, Pokémon-Attacken, Items, nutze sie weise, nichts kann dich aufhalten. Ui, Levelaufstieg, okay. Und eine neue Attacke. Ja, aber welche denn? Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Bei Levelaufstieg erhöht sich manchmal die Anzahl der Attacken, die ein Pokémon einsetzen kann. Wenn du die Attacken ändern möchtest, die deinen Pokémon im Kampf zur Verfügung stehen, musst du die Tasche öffnen, ein Pokémon wählen und anschließend die Option Attacken verwalten auswählen. Was? Wenn du die Attacken ändern möchtest, die deinen Pokémon im Kampf zur Verfügung stehen, musst du die Tasche öffnen, ein Pokémon wählen und anschließend die Option Attacken verwalten? Wollen die mir sagen, ich habe einen größeren Attackenpool immer bei mir? Über die 4 Standardattacken, die wir sonst immer hatten, hinaus? Das müssen wir uns ansehen. Leider gibt's nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn doch nur jeder wüsste, wie man Pokébälle benutzt. Ach, die ganzen Flachpfeifen hier, Mensch. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Ja, klar, die obligatorische Heilung. Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, meine himmlische Freundin. Jetzt fängt der auch noch an. Also, dass die mich alle so anhimmeln. Ja, um mal beim Thema zu bleiben. Trank hilft bei Wunden, füllt die KP eines Pokémon um 60 Punkte auf. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Ich sehe schon, der Kapitalismus ist also schon erfunden, ha? Bei der Prüfung geht es zwar ums Fangen, aber deine Kampffähigkeiten werden dir sicher auch von großem Nutzen sein. Das stimmt mir schon etwas zuversichtlicher, muss ich sagen. Dann mal auf zum Obsidian-Grasland. Wenn du Jubeldorf verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen.
Sag auch dem Wachposten Darius Bescheid, wohin du gehst. So kann dir jemand zur Hilfe kommen, falls dir was passieren sollte. Ja, ich mache mir gerade mehr Sorgen um dich, wenn du der typische Rivale bist. Und das ähnlich abläuft wie in den letzten Pokémon-Generationen, dann bist du eher eine Flachpfeife, über die wir uns regelmäßig lustig machen werden. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, du bestehst. Vielleicht wurde ja auch das verändert. Nun gut. Wollen wir das gleich machen, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt hier mal... Schneiderei. Okay, wir kriegen auf jeden Fall noch mehr Informationen. Heiße Kost, Handwerksladen, Acker, Galaktik Hauptsitz, Quartier, Fotoatelier, aha. Y zeigt mir die Missionsliste. Die Aufnahmeprüfung. Unvertraute Gefilde ist auf jeden Fall abgeschlossen. Okay, gab auch keine Belohnungen. Die Mission war Standard. Jetzt haben wir aber hier noch Nebenmissionen. Das sind keine vorhanden. Ich glaube zwar nicht, dass wir uns jetzt schon was abholen können, aber wir können ja mal eine Runde rumdrehen hier. Was soll's? Was haben wir hier Schönes? Das ist doch diese Weide, oder? Ob es wohl jemand schafft, so viele Pokémon zu fangen, dass nicht alle auf die Weide passen? Oh, ich verstehe. Das ist die fucking Pokémon-Box. Das ist doch garantiert die fucking Pokémon-Box. Na klar, Mann. Ja, cool. Okay. Aber wisst ihr, was mich gerade genervt hat? Guckt mal. Oh, alter Game Freak. Seht ihr, wie das Level of Detail switcht? Oh, Alter, das geht aber fließender, du. Das haben wir auf einer Switch schon deutlich fließender gesehen. Autsch. Entschuldigung, aber ich meine, ich werde jetzt nicht das Game deswegen ausmachen, ne? Auf keinen Fall. Wir ziehen das hier durch. Ich habe da Bock drauf. Ja, allein schon mir die Gameplay-Neuerungen erstmal ganz genau anzugucken und so weiter. Hier ist der Acker. Aber echt, ey, Leute. Ein Milliarden-Franchise. Und dann das. Kommt schon. Kommt schon, Leute. So ein bisschen. Ne? Wie gesagt, ich mach nicht aus. Grafik ist für mich nicht das Allerwichtigste, aber es spielt halt auch mit einer Rolle. Und ich möchte halt solche Auffälligkeiten einfach auch erwähnen an der Stelle. Ich möchte trotz alledem drüber sprechen. Auch wenn ich mir von sowas mit Sicherheit nicht den Spielspaß verderben lassen werde. Ich habe das Meer überquert, um hier meine eigenen Felder bebauen zu können. Damit die Feldarbeit gelingt, muss ich dafür sorgen, dass es auf dem Acker sicher ist. Das heißt, du stehst hier Wache und guckst zu, wie andere arbeiten, oder was? Alles okay bei dir? Lass dich gut dafür bezahlen, Alter. Jubeldorf zieht also auch so seltsam gekleidete Gestalten wie dich an, hä? Alter, ja, entschuldige. Ich war halt noch im Wellnessurlaub, als ich plötzlich hierher teleportiert wurde. Kannst du auch nicht ändern. Hätte ich mich während dem Teleport noch schnell umziehen sollen, oder was? Bin doch nicht Sailor Moon hier. Meine Fresse. Tja. In der Not schmeckt jedes Brot, aber in meine Kartoffelmochi kommen trotzdem nur die besten Rauchknollen. Ja, von mir aus. Starre Lilly mag besonders. Soll mir das was sagen? Wenn du eine löchrige Aprikoko auf den Pokémon wirfst, erzeugst du eine günstige Gelegenheit, um es zu fangen. Aha, danke für die Info. Eine neue Frisur ändert fix deine Laune und damit vielleicht auch dein Schicksal. Das haben wir schon mal gehört. Was für ungewöhnliche Kleidung. Ja, wo habe ich die nur her? Sage ich dir immer noch nicht mehr. Na gut, dann lasst uns mal gehen. Bis dann, nicht wahr?
Ich weiß schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung findet außerhalb des Dorfes statt. Pass bitte gut auf dich auf, ja? Ich habe nämlich keinen Bock, hier hinter einer fremden Herrin zu müssen, um sie aus der Scheiße zu ziehen, verstehst du? So. Obsidian Grasland ist unser Ziel. Okay, also, ja, wir haben tatsächlich so Kartenbereiche. So Hubs, sozusagen. Erinnert ein bisschen an die Aufteilung von Tails, nur dass wir anders dahin reisen, wie es aussieht. Na gut. Wir können auch zoomen. Oh, oh, Obsidian Grasland, Ausgang, Grasland Basis, die Aufnahmeprüfung, da ist unser Ziel. Ha, verstehe, das heißt, wir können uns ja auch diverse Marker und zukünftig wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Points of Interest, nenne ich es mal, angucken. Ich hoffe mal, das füllt sich noch. Weil diese drei da oben, das kann ja nicht alles sein. Dafür könnte man sich ja das Reinzoomen sparen. Ah, okay. Okay. Ich kann, warte mal, Pin-Stempel? Oh, oh, oh. Ich kann also 20 Pins oder Stempel setzen. Oh, ich kann mir auf der Map damit zum Beispiel als Hinweis markieren, wo welche Items liegen, wenn vielleicht eventuell welche nachwachsend sein sollten. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Cool. Okay. Okay, I like it. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das klingt interessant. Ja, du weißt schon Bescheid, ich auch. Wir reisen da mal hin. Dann gucken wir mal, was kommt. Also das ist natürlich eine nette Idee. Das finde ich cool. Das könnte man, naja gut, andere Games haben das standardmäßig auf der Karte eingeblendet. Tales of Arise hatte das ja auch, aber da waren alle Rohstoffe, die nachwachsend sind oder so, die respawned sind, waren ja sowieso markiert auf der Karte, ne? Von vornherein. Also sobald einmal entdeckt wurde, gab es diese Markierung automatisch, soweit ich mich jetzt erinnere. Wäre vielleicht für die Zukunft was, wenn nochmal so ein Ableger hier kommt, mit einer mehr oder weniger frei begehbaren Welt, könnte man das vielleicht auch mal aufnehmen. Ah, das ist das Basislager. Von hier aus starten wir unsere Erkundungen. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon drei verschiedene Arten zu fangen. Ein Petitza, ein Staralili und ein Shinox. Ich will mit eigenen Augen sehen, ob der Professor die Wahrheit gesagt hat. Ah, Professor? Was zum Teufel machen Sie denn schon wieder hier? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert. Und sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, sollte hier was passieren, also. Ah, die Kommandantin ist wirklich unerbittlich, ja? Na, was sollen Sie denn schon mal ausrichten, ne? Noch. Es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendetwas zu tun. Und Dani hat alles im Griff, da bin ich mir ganz sicher. Ja, das macht die Last auf meinen Schultern nicht leichter. So viel Verantwortung gefällt mir nicht. Okay, also du bist doch die unzuverlässige Pfeife, oder was? Aber Dani wird das schon schaffen, oder? Lass uns mit der Prüfung beginnen. Na dann, lasst uns mal regeln, ha? Huh? Die Aufnahmeprüfung fangen in Bediza an, die erste Bedingung für das Bestehen der Prüfung zu erfüllen. Was bist denn du für einer? Na, du legst uns die Aufnahmeprüfung ab. Ha? Viel Glück und pass gut auf dich auf, Mädchen. Ja, was haben wir hier? Eine Werkbank. Aus. Ah, okay, hier kann ich mich wahrscheinlich komplett hochheilen. Das ist der Ersatz fürs Pokémon Center oder so. Auch eine Lagerkiste gibt es. Okay, also wir haben in diesem Basislager alles, was wir benötigen würden. Ja, cool. Warum nicht? Kann man machen. Finde ich jetzt keine schlechte Idee. Das hier ist der Ambitionshügel. Ja, also bis zur Baumränder-Grenze ist es ganz hübsch, aber danach ist es halt sehr kahl, leider. Draw Distance, bitte. Ah, ist echt schade manchmal.
Es könnte so cool aussehen. Weil das, den Grundgedanken finde ich bisher ziemlich cool. Also, ich bin gespannt, wo das hier hinführt. Das soll zwar ein Fanggenie sein. Ich werde trotzdem kurz erklären, was Kommandant in Celestris mir beigebracht hat, zur Sicherheit. Ey, Alter, ich habe schon 3 Pokémon gefangen und ein paar hundert schon in den vielen, vielen Jahren vorher. Also, naja, das Ziel anvisieren. Ja, genau. Du kannst ein wildes Pokémon in der Nähe anvisieren, indem du ZL-Taste gedrückt hältst. Mit dieser Technik verlierst du es nicht so leicht aus den Augen und kannst besser mit Pokébällen zielen oder Angriffen ausweichen, okay? Gut, können wir also unser Target setzen, sozusagen. Petita ist ein friedliches Pokémon und ergreift selten die Flucht. Ziele einfach gut und wirf einen Pokéball, okay? Jojo, krieg mal hin. Denke ich doch. Guck mal, da unten rennt's auch rum. Oh! Ego-Shooter! Plötzlich Ego-Shooter! Okay. Und inwiefern soll mir das jetzt geholfen haben beim Zielen? Weil das ist nicht Target setzen. Oh, du hast Spediza gefangen. Ah, nun fehlen dir noch 2 Pokémon. Lass uns weitermachen. Ja, gut. Klar. Warum nicht? Eine Staralili, ja? Als nächstes brauchst du einen Staralili. Diese Pokémon ergreifen immer sofort die Flucht. Okay. Also eher scheu, ha? Huh? Ist das auch durchgehend so im Game? Werden wir das richtig zu spüren bekommen? Oder wir werden sehen. Bin gespannt, ob das wirklich signifikant so umgesetzt ist, dass es eine Auswirkung aufs Gameplay hat. Das würde ich mir ja wünschen, dass sie wirklich so viel Arbeit reingesteckt haben und das Verhalten der Pokémon wirklich ins Gameplay richtig involviert wird. Wir werden sehen. Aber kein Grund zur Sorge. Wenn du dich im hohen Gras geduckt hältst, kannst du dich unbemerkt an sie heranschleichen. Okay. Drücke den B-Knopf, um dich zu ducken. Aha, wenn du ihn erneut drückst, richtest du dich wieder auf. Wenn du dich geduckt durchs hohe Gras bewegst, bist du für wilde Pokémon schwerer zu entdecken. Ja, da haben sie aber mal die Mechanik auf den Kopf gestellt, ne? Früher wurden wir im hohen Gras immer angegriffen. Und hätten uns davon lieber ferngehalten. Heute nutzen wir es zu unserem Vorteil. Finde ich aber gut. Ergibt Sinn. Ergibt absolut Sinn. Und? Ah, das hat scheinbar nicht so gut funktioniert, ha? So wird das nicht. Ach, komm schon. Ach Mist. Das mit dem Abbrechen ist komisch. Oh, das war jetzt irgendwie nichts. Ah, oh shit. Scheiße. Da haut es wieder ab. Okay. Okay, wohin? Hey, wo willst du hin? Du musst noch einen Staralili fangen. Was glaubst du, was ich hier gerade versuche, du Pfeifer? Meine Fresse. Na, sag mal. Mann! Gibt's ja noch eins, weil hier ist jetzt dicht. Spawnt hier noch eins? Irgendwo? Weil das ist jetzt abgehauen. Gut, ist ja gut. Gibt's hier irgendwo noch einen Staralili? Hallo, ich hätte gerne noch einen Staralili. Hallo? Jetzt lass mich doch in Ruhe! Alter.
Ich will doch genau das auch machen. Habe ich es verkackt? Hä, es kann doch nicht sein. Ja, ja, halt die Klappe. Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wenn du geduckt bleibst, bemerken dich Pokémon generell nicht so leicht, auch wenn du dich nicht in hohem Gras aufhältst. Okay. Bleib mal halt mal geduckt, aber... Ah, da ist wieder eins. Okay. Gut. Da ist es respawned. Sag mal. Ich werf. Kann ich nicht so weit werfen oder was ist hier los? Versteh's nicht ganz. Ich bin ja eigentlich auf X, kann ich hier was wechseln? Ach so, da kann ich zu einem Pokémon wechseln. Da kann ich einfach ein Pokémon raushauen, oder wie? Aha. Werden sie uns bestimmt auch noch was dazu sagen, aber... Na, sag mal, jetzt reicht's aber! Hey, das gibt's ja gar nicht! Was soll denn das? Ich glaube, ich war einfach zu weit weg, oder? Kann das sein, dass ich einfach zu weit weg bin, dass ich definitiv näher ran muss? Na, jetzt haut das Mistvieh wieder ab. Das gibt's doch gar nicht. Nee, keine Chance. Okay, ich bin einfach nicht nah genug dran, glaube ich. Ja, ist ja gut. Weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal zurück. Quatsch nochmal mit dem, lass das mal respawnen und dann probieren wir es mal näher dran. Genau. So, fangen wir auf jeden Fall den Quest neu an, wie es aussieht. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine ganze Ecke näher ran, wie es aussieht. Jawohl, okay. Habe ich verstanden. Kann ich meine Wurfweite später nochmal ein bisschen boosten oder so? Das wäre ganz cool. Oh, damit wäre auch ein starrer Lilly gefangen, ne? Na, vielleicht hast du ja wirklich Talent. Okay. Fange ein Shinux. Da fällt mir ein. Es gibt noch etwas, was ich dir erklären muss. Und zwar, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Partner-Pokémon befindet. Kommandantin Celestis hat mir das beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen Ball in ein Pokémon drin werfen willst, drücke den X-Knopf. Ja, wie ich gerade schon glorreich herausgefunden habe. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach ein Item werfen willst, drücke auf den X-Knopf. Ja, hin und her. Schwenken und die nennt das X-Wechsel. Ja. Versuche mal, einen Ball mit einem Pokémon darin auf einen Baum oder Stein zu werfen. Was? Warum? Dann kann ein Pokémon Bären und Ähnliches für dich einsammeln. Ach krass, okay. Jetzt ist es Zeit für den Einsatz deines Partners. Deine letzte Aufgabe steht bevor. Fange einen Shinox. Alles klar.
Okay. Und wir haben Sinelbeeren. Aha. Okay. Ja, cool. Nette Idee. Es gibt ein bisschen mehr Interaktion auf der Karte. Das finde ich in Ordnung. Ja, ich komme ja schon. Ist ja gut. Meine Fresse, hat er sie jetzt schon in mich verknallt, oder was? Ah, das ist ein Shinox. Jupp, das ist ein Shinox. Wusstest du schon, dass Shinox eine aggressive Veranlagung haben? What? Mach dir keine Sorgen. Wenn du Pokémon genau beobachtest, es also regelrecht anvisierst, fällt dir sowas auf. Aggressive Pokémon schlagen Pokébälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Okay. Oh, okay. Infos beim Anvisieren? Halte die ZL-Taste gedrückt, um ein Pokémon anzuvisieren und zu erfahren, wie schwierig es sein wird, dieses zu fangen. Wieso sagt ihr mir das jetzt und wieso hatte ich das nicht beim ersten Mal zur Verfügung? Weil das habe ich nicht wahrgenommen, dass da sowas angezeigt wurde. Und es erklärt sich recht gut, von links nach rechts eine aufsteigende Wahrscheinlichkeit, dass es gefangen wird. X-Symbol bedeutet, dass das Pokémon Menschen gegenüber feindselig eingestellt ist. Feindselige Pokémon lassen sich nur während eines Kampfes fangen. Okay, also da muss ich einen meiner besetzten Pokébälle, also quasi eins meiner Pokémon draufwerfen, sozusagen. Aber keine Angst, ich verrate dir einen Trick. Du musst es zum Kampf herausfordern. Wirst du während des Kampfes einen Pokéball, kannst du es fangen. Ah, ich hab dir vorhin erklärt, wo du Pokébälle wirfst, in denen sich ein Pokémon befindet, nicht? Wirf einen dieser Bälle Richtung des Pokémon, das du fangen willst. Okay. Der Kampf mit Volus sollte eine gute Übung gewesen sein, also los, fang das letzte Pokémon. Gut, da sollten wir aber nicht unser Otaro draufwerfen, weil das könnte... Wohl, hat es schon eine Elektroattacke? Ich weiß nicht, wie stark es sein wird, das Shinox. Um einen Kampf gegen wildes Pokémon zu beginnen, musst du einen Ball auf es werfen, in dem sich eines deiner Pokémon befindet. Wenn gerade ein Item zum Werfen ausgewählt ist, kannst du den X-Knopf drücken, um dann zu deinen Pokémon zu wechseln. Hab ich doch schon verstanden. Ist doch gut. So, dann lass doch... Level 2. Wobei, die sind alle Level 2, wie es aussieht. Dann hoffen wir doch einfach mal, dass es Shinox auch ist. Gut, hat geklappt. Gerade so. Ist mir voll reingerannt, wie es aussieht. Level 4. Walzer? Ui! Okay. Coole Animation. Aber was ist mit dem Gras los? Seht ihr das? Das backt ja mal voll rum. Game Freak? Patch ran, bitte. Shinox tut was? Sich aufmerksam umsehen? Das war ein Fehler, mein Lieber. Ja, das ist geskriptet, damit ich den Kampf auch auf jeden Fall gewinne. Ich sehe schon, wo das hier hinführt. Ja. Ja. Dankeschön. Kopf, Tisch. Ist ja gut. Komm schon. So, probieren wir es nochmal. Ja, es sieht sich wieder nur aufmerksam um, ist klar. Gut. Wisst ihr was? Das ist Level. Ach, das ist nur Level 2, hä? Okay. Dann probieren wir es aber einfach mal und werfen einfach mal einen Pokéball. Halt! Pokéball? Ja. Ah, das geht alleine. Okay, ich verstehe. Klasse! Shinox wurde gefangen! Ist es denn möglich? Du hast es wirklich geschafft, alle drei Pokémon zu fangen. Mann, du bist tatsächlich ein Fanggenie. Professor Levin war sicher sprachlos. Erst fällst du vom Himmel und dann fängst du seine entlaufenen Pokémon eins nach dem anderen wieder ein.
Ich musste sowas mit eigenen Augen sehen, bevor ich den Worten des Professors Glauben schenken konnte. Aber es besteht kein Zweifel. Du hast alle drei Pokémon gefangen, damit hast du die Prüfung bestanden. Ja gut, mit ein bisschen Übung wird das sicherlich noch besser. Ich muss es mit der Entfernung auf die Reihe kriegen. Das ist schon, da muss man relativ nah ran. Das muss ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wundervoll. Und natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gratulation, Dani. Das war der erste Schritt zu deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft doch einem Erinnerungsfoto. Was? DSGVO und so. Dani hat wirklich Talent, das muss ich anerkennen. Lasst uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandant und so lässt das Bericht erstatten. Ja, lass mal machen. Du kannst die Pokémon, die du gefangen hast, bald auf der Weide im Dorf behüten lassen. Übrigens ist es möglich, bis zu 6 Pokémon bei sich zu tragen. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal verbracht hat. Okay. In dieser Zeitzone, in der wir uns befinden, wahrscheinlich nicht. Kommandant und Celestus erwartet unseren Bericht auf zum Hauptsitz. Der Kommandant wird bestimmt die Kinnlade runterfallen. Okay, dann lass uns doch mal einen Bericht erstatten, ne? Sollten wir auf jeden Fall tun. Gut, und da sitzt sie auch. So, du blauhaarige alte Zundere. Was sagst du dazu, hä? Sieht so aus, als wärst du dem qualvollen Tod in der Wildnis wohl doch entronnen, hä? Meine Glückwünsche. Du hast die Prüfung bestanden. Die Tasche darfst du behalten. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrundes hatte ich deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie bestehen würdest. Nun her für dich. Die Uniform des Forschungstrupps. Okay. Forschungsuniform und ein paar Forschungsschuhe. Du kannst dich in dem Quartier umziehen, in dem du gestern geschlafen hast. Beeil dich und begib dich danach umgehend zum Büro des Expeditionsleiters. Es befindet sich hier in der 2. Etage. Zieh deine Uniform an und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Das ist deine erste Mission als Mitglied des Forschungstrupps. Ist ja gut. Entspann dich. Dann würde ich sagen, gehen wir uns noch umziehen. Wir hier nicht. Genau hier drüben, das war doch eigentlich die Truhe zum Aufbewahren von Kleidung. Ach so, und hier kann ich mich direkt umziehen, am Spiegel oder was? Ja, schauen wir doch mal. Sieh dir deine Forschungsuniform und deine Forschungsschuhe an. Okay, Kopfbedeckung haben wir nicht, T-Shirt haben wir nicht, Hose haben wir nicht, Kimono. Oder Komplett-Outfit oder so. Ja, das ist Komplett-Outfit. T-Shirt und Shorts, das ist so Zeug, was man nicht kombinieren. Hier kannst du einzeln zusammenstellen. Das sind halt zusammengehörende Outfits, wie es aussieht. Okay, Forschungsschuhe. Ist klar. Oh, was? Farbige Kontaktlinsen. Haselnussbraun. Grau. Grün. Hellblau. Grün. Aha. Wieso hat das hier einen Kleiderbügel? Popo? Sieht aber auch nicht schlecht aus, ne? Violett, braun, ultramarin. Okay.
Lavendel? Ein bisschen blass. Mond. Oh! Dämonisch. Weiß. Ist was? Violett, Purpur. Erstmal Violett nehmen, oder? Und die Forschungsuniform. Ja. Totschick. Alter, die Treter! What the... Was? Ich weiß ja nicht. Na gut. Okay, von mir aus. gut. Umziehen, beenden. Passt schon. Ja, ja. Müssen wir ja. Nützt ja nichts. Das werden wir aber in Zukunft auch mal wieder ändern, denke ich. Du trägst nun die Uniform des Forschungstrupps. Ich hoffe, die ist nicht dauerhaft Pflicht. Aber wenn das so wäre, dann hätte man nicht so viele Möglichkeiten, dort Spots mit Items zu füllen, mit Klamotten. Also ich denke mal, da wird sich schon noch einiges ergeben. Mit der Uniform des Forschungstrupps wirkst du direkt wie einer von uns. Aber ich frage mich, wie die Kommandantin so schnell eine Uniform für dich auftreiben konnte. Du hast dich also umgezogen, ha? Huh? Das Zimmer, das wir dir gestern bereitgestellt hatten, kannst du ab jetzt immer benutzen. Das hier sollst du ebenfalls haben. Oh, Bandana ist immer gut. Nun, geh und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Tja, und ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Episode in Pokémon Legenden Arceus auf. Und bin mal gespannt, was der Expeditionsleiter zu uns zu sagen hat. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!